Hallihallo, liebe Leute, und heute erkunden wir Monstro Town in Super Mario RPG, einer der tollen Stadt, die wir hier am Ende der Welt gefunden haben. Na dann schauen wir doch mal rein, was wir hier alles haben. In dieser Tür haben wir eine Dame mit einem Ventilator? Brise, Böe oder Sturm? Brise ist das. Dann haben wir hier eine Böe und ein Sturm. Und was dieses Ding bringt, muss ich ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung. Ich habe bisher noch nie herausgefunden, dass es überhaupt irgendwas bringt, aber egal. So, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Dame. Oh, ein Reisender. Willkommen in Monstrostadt, wo viele unserer Art leben. Ich bin die Vermieterin. Monstermama. Toller Name. Ein Stern? Ah, du willst unseren Stern sehen? Sieh es oben. Geh ruhig hinauf und sieh sie dir selbst an. Ein Stern hier oben. Okay, das ist schon mal sehr genial. Ah ja, ein Stern. Der trägt aber nicht meinen Namen, aber diese Stelle ist auch sehr interessant, Leute. Achtet auf die Melodie. Diese Melodie müssen wir auf jeden Fall bei Todos Key als nächstes spielen. Sollten wir uns vormerken, aber hier haben wir noch zwei interessante Charaktere. Nämlich den einen... ist auf jeden Fall die Ratte, die um die ganze Welt reist. Ich bin um die ganze Welt gereist. Aber die seltsamste Person ist dieser alte Gärtner aus Rosendorf. Er ist wirklich komisch, aber es wert, ihn zu treffen. Werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Und dann haben wir hier diese Kiste. Wenn du an den richtigen Stellen springst, erscheint eine Schatzkiste. Ist ja schon mal passiert, schon öfter. Diese Schatzkisten sind als Überraschungskisten bekannt, weil sie aus dem Nichts auftauchen. Du denkst, du hast alle gefunden? Aber es gibt immer noch 28. Boah, das sind viele. Ja, und sowieso werde ich wahrscheinlich eh nicht alle kriegen. Aber egal. Achso, ja, ich hätte es ansprechen müssen. Was meinst du? Ist unser Stern nicht bezaubert? Sie ist auch so talentiert. Die Leute kommen weit her, um sie zu sehen. Genau, das ist der falsche Stern. Sternteil? Ich weiß von keinem. Du bist bis hierher gekommen, um einen Sternteil zu suchen? Das muss wirklich wichtig sein. Das ist der letzte Ort auf Erden. Wenn du es hier nicht findest, kann es nur noch oben sein. Über den Wolken. So, du willst also dorthin? Du bist ein offenes Buch. Okay, ich sage dir, was du dazu tun musst. Es gibt einen geheimen Weg in den Himmel. Im Bohntal. Aber um dorthin zu kommen, musst du die Klippe... hinter der Wüste hinauf. Da du so ein netter Kerl bist, stelle ich dir jemanden vor, der dir helfen kann. Paratroopers, ich brauche euch. Und das Spiel hängt. Yay. Unsere Flugzeittruppe. 8,52 Sekunden, Sergeant. Paratroopers zur Stelle, Madame. Wir kommen 0,52 Sekunden zu spät. Entschuldigen Sie die Wartezeit. Immer noch so pingelig wegen euren Regeln und Vorschriften. Ihr braucht mich auch nicht mit dem Protokoll nerven. Ich habe eine Bitte an euch. Ja, Madame, wir tun alles für Zivilisten. Dieser Kerl möchte unbedingt zum Bohntal. Könnt ihr ihm über die Klippe helfen? Verstanden, Madame. Bart über die Klippe bringen. Ah ne, der Befehl lautet, Bart über die Klippe bringen. Das schaffen wir. Wir werden jetzt an die Klippe am Weltenende aufmarschieren. Troopers in Formation. Wir haben abgehoben. Okay, merkwürdige Übersetzung. Sie sind seltsam, aber vertrauenswürdig. Viel Glück bei deiner Suche. Okay. Aber das werden wir später machen. Wir müssen diesen Stand nämlich noch ein bisschen erkunden. Hier gibt es nämlich noch tolle Sachen, wie den Schlüssel da oben. Und diesen Schlüssel zu bekommen ist eigentlich ganz simpel. Wir müssen einfach nur diesen Swamp hier ein paar Mal ansprechen. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft. Du da! Gerüchten zufolge bist du ein rechtsbewandelter Springer. Du bist ja wohl total ausgelaugt. Der starke, leise Typ, oder? Stehst du auf solche Schwingungen? Stehst du auf solche Schwingungen? Ich gucke mal, ob das reicht. Nein, reicht noch nicht, aber der Schlüssel ist fast unten.
So, jetzt müsste aber unten sein. Immer noch nicht. Okay, dann noch einmal. Machen wir den 7. Schlag. So, wenn das jetzt nicht reicht, dann... Na also. Tippenschlüssel erhalten. Und das ist dieser Schlüssel, den wir für den goldenen Belohn brauchen. So, aber erstmal sprechen wir ihn ja noch an. Das ist nämlich dieses Mistvieh mit den 30 Sprüngen. So, der Supersprung ist deine Spezialität. Diese multiplen Sprünge sind ziemlich erstaunlich. Ich hörte, dein Rekord für aufeinanderfolgende Sprünge liegt bei 19. Das sind nicht gerade viele, ich brauche noch 21. Wie machst du das? Ich meine 11, nicht 21. Springe mehr als 30 Mal auf einmal und ich gebe dir einen Preis. Und den will ich unbedingt noch haben. Bin aber wirklich schwierig. Na egal, jetzt haben wir hier eine sehr spezielle Tür, die hier. Die ist wirklich speziell, weil dafür haben wir auch extra diesen Leuchtstern Stein geholt, nicht Stern. Versiegelt. Schau, der Leuchtstein reagiert. Das Siegel bricht. Ich würde mal sagen, wir schauen doch mal rein, was sich dahinter verbirgt, oder? Eine andere Dimension. Und eine Kreatur. Ich grüße dich. Ich bin Kulex, dunkler Ritter von Wanda. Ich bin in dieser Dimension gekommen, um für den dunklen Magier zu kämpfen. Aber diese Welt ist unbewohnbar für meine Rasse. Ich muss in meine Welt zurück. Bevor ich gehe, möchte ich euren stärksten Ritter herausfordern. Nimmst du meine Herausforderung an? Wenn ich das jetzt schon mache, würde ich Selbstmord begehen, deswegen das sehen wir uns für später auf. Eventuell für ein Bonusvideo. Weil dieser Kampf ist doch etwas anspruchsvoll, sogar noch härter als der letzte Boss überhaupt. Willst du gegen mich kämpfen? Nein. Klug von dir zu zögern. Ohne Waffe oder Rüstung hast du keine Chance. Wir sehen uns auf jeden Fall noch, Kulex. Wir sehen uns noch. Und dann werde ich dir zeigen, wer hier der Boss ist. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ja, mal egal. Ja, noch eine Minute. Ich bin gleich soweit. Ein Goomba? Oh mein Gott! Goomba, was machst du hier? Bowser, es ist Jahre her, oder? Jahre? Ach du Scheiße, hier sind schon Jahre vergangen? Entschuldigung, dass ich weggerannt bin. Aber ich hatte Angst vor einem Kampf gegen Smissy. Vieles ist seitdem geschehen, aber schau, wie weit ich gekommen bin. Ich habe meinen eigenen Laden. Und schau, das sind meine Kleinen. Kommt, zeigt eure Manieren und grüßt Onkel Bowser. Drei Stücke, oh. Hi, Onkel Bowser. Obwohl ich nicht für dich kämpfen kann, habe ich ein paar Items, die du benutzen kannst. Vielleicht vergibst du mir... wenn ich dich ausrüste. Keine Sorge. Ich bin nicht sauer auf dich. Ich habe jetzt neue Truppen. Wir erobern meine Burg zurück. Werde glücklich. Ich wünsche dir das Beste. Ich frage mich ja, wer eigentlich dann die Mutter ist, wenn der hier sozusagen Söhne jetzt hat. Na, wie dem auch sei, lassen wir das lieber mit den Hinterfragen. Was tust du? Okay, was haben wir denn? Ein Morgenstern. Der ist definitiv für Bowser. Dann haben wir sogar einen Mutpanzer, den kriegt er auch. Dann hole ich mir auf jeden Fall ein paar Pilze. Untermacher, nehme ich noch einen 5. mit. Ahornsirup, geht nicht mehr, ich habe schon zu viel. Okay. Dann würde ich sagen, verkaufen wir noch ein bisschen. Wir haben ja ziemlich viele Kraftsäfte, die ich sowieso nicht brauche. Na, zumindest nicht so viele zumindest. 2 können wir behalten, aber der Rest kann weg. Das würde ich sagen, behalten wir auch noch. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir jetzt noch ein paar Sachen ein. Superpilz, ja, okay, das war ein bisschen verständlich, war nur eine Ahornsirup. Egal. Brauchen wir nicht. Was haben wir denn hier drin? Hier haben wir ein Bett. Übernachten erwünscht. Die drei Mastifiers. Eine Anspielung auf die Musketiere, nur halt in Englisch. Musketiers. Naja, das kann man den Deutschen nicht vernünftig so übernehmen. Schade eigentlich. Egal, dann legen wir uns doch mal hier hin, wenn wir hier schlafen können. Schön, dich zu treffen. Ich bin Schnitter. Hi, ich bin der Big Boo.
Und ich bin Dry Bones. Wir sind die drei Massifiers. Er schläft. Eindeutig. Seht euch mal die Blase an, die aus seiner Nase kommt an. Vielleicht kann er uns trotzdem noch hören. Hey du, wir wollen eine Runde Finde die Fahne spielen. Stimmt, jeder von uns versteckt irgendwo eine Fahne. Ja, finde alle drei Fahnen und du erhältst einen erschreckenden Preis. Wir verstecken jetzt unsere Fahnen. Tschüss. Sie sind gleich zurück. Ich bin zurück. Meine Fahne ist hinter einer Holzblume. Meine Fahne ist unter einem grünen Bett. Meine Fahne findest du nie. Sie ist zwischen O und A. Unsere Fahnen sind unsichtbar, also suche sehr genau, wenn du denkst, du hättest das Versteck gefunden. Vergiss unsere Worte nie! Okay, das ist jetzt auf jeden Fall eine kleine Nebenquest, die wir machen können. Eigentlich ziemlich simpel, ich weiß noch, wo die Verstecke sind. Ja, die werden wir auf jeden Fall später noch suchen. Erstmal werden wir dieses Gebäude hier betreten. Wer ist da? Der Sensei ist nicht hier. Oh mein Gott! Jagger! Bowser, lange nicht gesehen. Ich habe hier im Dojo unter dem Sensei Jinx studiert, weil die Wahrheit ist, ich wusste, dass ich Smithy nicht besiegen konnte. Darum bin ich jetzt hier. Eines Tages komme ich zurück und mache dich stolz. Keine Sorge. Ich habe jetzt neue Truppen und wir erobern meine Burg zurück. Bleib du ruhig hier und trainiere intensiv. Yay. Ja, das ist auf jeden Fall eines dieser Koopas. Aber was noch viel lustiger ist, der Name Jinx. Wenn man mal überlegt, dass ein Pokémon im Englischen genau denselben Namen trägt. Egal, wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, den Meister hier, glaube ich, zu finden, wenn wir hier mal gucken. Okay, der ist doch nicht da. Na, dann gehen wir mal wieder raus. Dann geht das vorher später, oder wir müssen nochmal mit ihm sprechen. Mein Sensei ist momentan weg, aber er kommt bald zurück. Nimmst du in der Zwischenzeit meine Herausforderung an? Okay, dann müssen wir es eben so machen. Natürlich. Toll. Du weißt, dass ich es hier nicht leicht machen werde, oder? Auf in den Kampf. Na gut, jetzt müssen wir erstmal gegen diese Koopa kämpfen. Ist eigentlich nicht allzu schwer. Dadurch, dass er nicht besonders viele HP hat. Ja, was heißt nicht viele? Er ist dafür lässig mit seinem Angriff. Genau, mit diesem Terrorschlag zieht er nicht gerade wenig ab. Aber Bowser überlebt es immerhin. Und nochmal Terrorschlag. Mario aber auch. Natürlich, und er darf zweimal angreifen, weil er schnell genug ist. So, komm schon, diesen Koopa müssen wir auch noch besiegen. Ja. Okay, noch ein Angriff. Ich weiß, es ist jetzt sehr riskant, was ich mache, aber egal. Bowser überlebt. Okay, ich würde sagen, ich riskiere es einfach mal. Ihr seid stark. Wir haben es geschafft, Leute. Das war ja zu erwarten. Mario, du bist ein Spitzenkämpfer. Und seht mal da auf dem Baum. Du hast dich gut geschlagen für deine Unerfahrenheit, Jagger. Sensei, warst du die ganze Zeit hier? Du hast mein KI gefühlt, oder? Nicht schlecht für einen Neuling. Bisschen klein für einen Meister. Ah, ein Kampfstil ist nicht so idiotischer, wie du denkst. Ich nehme Herausforderungen immer an. Wenn du meinst. Aber bevor wir das machen, sollen wir uns erstmal heilen, weil sonst wird das ein bisschen problematisch hier. Das Dumme ist nur, die haben hier kein Hotel. Aber hier gibt es einen Speicherpunkt, der hier sehr gut versteckt ist. So, deswegen speichern wir hier mal. Was ich auf jeden Fall auch noch machen werde, ist ein... Nein, ich mach das nicht. Ist auf jeden Fall jetzt gucken, dass ich hier... Moment. Okay, Achso, wir sind schon wieder geheilt. Okay, dann sollte ich das mal machen. Vielleicht den Kampf gegen Jinx. Sollte aber Bowser vorher noch ausrüsten.
Der hat nämlich noch gar keine Rüstung. So, wunderbar. Und den Morgenstern kann er jetzt auch ausrüsten. Okay, Leute, dann versuchen wir uns gegen Jinx, den Meister von Jagger. Mal schauen, wie der so drauf ist. Eigentlich wird er so kleines dürfte er nicht stark sein. Möchtest du gegen mich kämpfen? Ja, möchte ich. Okay, schauen wir zu, was du fähig bist. Und dieser Kampf wird jetzt fies. Triple Kick. Vor allem hat er auch einen sehr starken Rückstoß. Wie auch immer. Ich greife ihn am besten mit Geno ganz normal an. So, mit Bowser mache ich auch einen normalen Angriff. Und zwar einen richtig spitzen Angriff. So, mit Mario mache ich den Supersprung. Genauso will ich am besten jetzt weiter vorgehen. Bis ich ihn sozusagen erledigt habe. ...111, schicke Zahl! Okay, ich bin weg. Er hat überlebt? Okay, wie viele HP? 3, okay. Okay, das sind nicht viele. Dann würde ich sagen, kriegt Mario auf jeden Fall schon mal einen Superpilz. Damit er den nächsten Angriff auf jeden Fall überlebt. So. Spüre die Macht des Starrits. Dieser Angriff ist wirklich fies. Na gut, die anderen haben eine bessere Rüstung als Mario momentan, merke ich gerade. Zumindest Mario wurde mit diesem Schlag ja schon fast umgebracht. Ja, viel fieser ist eigentlich der Triple Kick. So. Leider, 96. Ermutigen, ach du Scheiße, jetzt kriegst du... Ich glaube mehr Verteidigung. Ausgerechnet mehr für Verteidigung, das ist nicht toll. Deswegen gibt's einen Pilz für Geno. So, Bowser. Zeig ihm, dass das nichts bringt. Oh, nicht schon wieder verunglückt. Da habe ich aber die richtige Wahl getroffen. Wehe, du machst nur meinen Triple Kick. Aber ich glaube, der macht dann nur zum Anfang. Dieser möchte gern Meister. Okay. Und noch einmal. Ah, diesmal geht's auf Bowser. Ich würde sagen, ich riskiere es einfach. Ich greife jetzt einfach nur noch an. Auch wenn ich es bereuen werde, egal. Puh, einfach erstaunlich. Ich hab's geschafft, Leute. Ich habe den Meister besiegt. Ich bin Meister. Ich habe dich unterschätzt. Du bist nicht schlecht. Aber lass es dir nicht zu Kopf steigen, dass du gewonnen hast. Ich möchte eine Rückrunde. Aber nicht jetzt. Oh. Okay, ich muss ihn noch mal bekämpfen. Muss das echt sein? Okay, ich würde sagen, das sehen wir uns fürs nächste Video auf jeden Fall auf. Denn wir haben jetzt schon lange genug dran gesessen. Na gut, beim nächsten Mal, liebe Leute, werden wir auf jeden Fall Jinx noch einmal bekämpfen. Wenn er unbedingt auf einer Rückrunde besteht, warum nicht? Und dann werden wir Ihnen zeigen, wer hier wirklich der Boss ist. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute!